Dann sage ich mal Prost. Prost, auch zu dir. Ja. Cheers. Cheers, Paul. Zum Wohle. Und Sie hören den Biertaucher Podcast 310. Heute mit Paul Seiringer. Richtig, genau, ja. Und Horst Jens. Hallo Horst, danke, dass ich da sein darf. Ja, hey, immer willkommen. Ja, wunderbar. Weil der Zufall hat uns mehr oder weniger zusammengeführt. Lass mich noch meine Ankündigung machen, ja, was ich klar, zu tun sorry. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com, der Internetagentur vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an unsere Flatterer, die vorhaben uns zu flattern, aber es hat jetzt schon länger keiner mehr geflattert. Und vielen Dank an die Patreonen, die uns, oder dem Patreon, der uns immer noch unterstützt. Und ja, vielen Dank an all Klebemonster und alle, die uns hören und Feedback geben. Termine habe ich keine zum Ankündigen und ja, das war's auch schon. Gehen, stürzen wir uns direkt in den Podcast. Ich habe heute einen speziellen Gast da, den Paul Seiringer. Paul, erzähl ein bisschen über dich. Ja, also... Wer bist du und was treibt dich hierher? Also generell bin ich ein... Muss dazu sagen, er schaut aus wie ein Nerd. Ja, danke. Das hat das Anime Christmas Sweater T-Shirt. Ich habe gar nicht geschaut. Die Brille hat schon gereicht. Ja, genau, richtig. Ja, ich bin ein furchtbarer Nerd auf jeden Fall. Ja, wie man an meinen Projekten und alles sieht, habe ich eine tiefe Empfindung. Gefühlsempfindung gegen, ja, genau richtig. Ich habe ich bin ein sehr nerd-empathisches Wesen. Ja. Wäre ich ein Trill aus Star Trek, würde ich mich nur mit Nerds verstehen. Ein Trill? Jetzt muss man erklären, was ein Trill ist. Die Trill, hast du Deep Space Nine gesehen? Nicht wirklich, nein. Okay, weil einer der Hauptcharaktere in Deep Space Nine ist ein Trill. Ist das eine fiktionale Alienrasse? Ja, genau, die aber immer noch Humanoide sind, aber sie können halt empathisch, Nein, nur empathisch. Ja, die sind nur empathisch. Sie haben coole Hautveränderungen, die wie Tattoos ausschauen, weil damals das Make-up für Tattoo-Look gereicht hat, aber nicht für mehr. Okay. Ja. Ich bin schwer ein Nerd. Ich habe jetzt meinen dritten Podcast. Gratuliere. Danke. Du meinst nicht die dritte Episode eines Podcasts? Nein. Natürlich drei ausgewachsene Podcasts. Ich habe zwei abgeschlossene Podcasts. Ah, okay. Die sind zwei abgeschlossene und einer lebt, der jetzt sehr gut am Laufen ist. Das ist eben mein neuester, den ich seit einem Jahr habe. Das ist FFPÖ, der Film- und Fernsehpodcast Österreich. Okay, ja. Zu finden unter ffpoe.com. .at. Ich muss es gleich fragen, verbunden mit irgendeiner politischen Partei? Nein, überhaupt nicht. Dauernd fragen mich Leute und ich... Dass du eine Ein-Mann-Vorfeld-Organisation bist? Ich habe keine politische Verbindung mit irgendjemandem. Du wirst doch nicht von Putin finanziert. Das ist eine Lüge. Ich bin Parteimitglied von der Partei. Der Partei? Ja, also die Partei. Ich bin. Ja, es gibt eine Österreich-Splittergruppe und ich bin Mitglied 24 oder so. Sehr gut. Und ich studiere auch noch und arbeite nebenher, unter anderem im IT-Bereich. Okay, und dann studierst du auch sowas Nerd-IT-mäßiges? Ich studiere was Nerdiges, Englisch und Geschichte. Ja. Für Lehramt. Also ich glaub, das ist recht nerdig schon. Ja, da kommt gleich der nächste Lehrer. Ah, wunderbar. Unterstützung. Stefan. Schau mal, da will einer Lehrer werden. Hallihallo. Schön, dich kennenzulernen. Er war schon Lehrer. Ah, okay. Ihm hat es gereicht, oder? Okay. Ja, der Stefan macht jetzt so IT-Geschichten. Ah, ja. Ja, ich mach's andersrum. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht in dem Fall. Wir werden es gleich rausfinden. Okay. Ja. Stefan, du kommst eh zu uns, oder warum gehst du so demonstrativ aufs Nachbarbankel? Um einmal meine Sachen einzuräumen. Ah, okay. Okay. Passt. Ja. Und das Ziel eben von dem Podcast jetzt ist... Von dem FFPÖ. Genau, richtig. Ja. Weil der Recottoning habt ihr ja schon vor zwei Jahren einmal... Ich hab total vergessen, erzähl noch kurz, worum es bei Recottoning ging's Da ging es um Kottern ermittelt, die Österreich... Ein Kottern-Fan, ja, genau, das genau, richtig, weil ich habe erstens einmal nichts gefunden im Internet dazu, also überhaupt keine moderne Medienaufarbeitung von dem. Und du hast das richtig wissenschaftlich? Semi-wissenschaftlich, also sagen wir so. Mit viel Herz. Ja, mit viel Herz bin ich das Ganze angegangen. Das ist so, als ob es kein Wiener Schnitzelmuseum gibt. Sie haben auch ehrlich gestanden, das ins Klo griffen, wie jetzt die 30-Jahr-Feier war. Mhm. Letztes Jahr, glaube ich, war 19... Ah. Nein, oder dieses oder letztes Jahr war 30 Jahre Kottern ermittelt. Mhm. Erster Strahlung. Mhm. Und sie haben nicht einmal alle Folgen gezeigt. Und ich glaube, nur auf ORF 3.
was extra traurig. Also sie haben es wirklich also so groß aufgemacht und nicht einmal ich muss jetzt wirklich total ja. deppert fragen. Es gibt inzwischen 3 ORF-Sender. Ja, ja, es gibt landesweit. Also sind ja, das nicht die, ja, Burgen, ja, die ja, Bundeslandstudios? Nein, es gibt einen dritten jetzt. Es gibt ORF3 und die. Es ist der beste. Es ist der beste von allen ORF-Sendern, okay. weil sie noch ordentliche Filme zeigen. Kriege ich den im Internet auf dieser ORF-AD-Homepage? Ich glaube schon, ja. Müsst ihr direkt mal nachgucken. Ja, und okay. Also jedenfalls habe ich mich um... Rekordning war ein Projekt von dir. Genau, richtig. Ja, und da habe ich eben auch Schauspieler und so eingeladen. Mhm. Also Leute, die sich auch mit dem Prozess des Filmemachens und so auskennen, oder Leute, die Kabarettisten, die sich mit dem Konzept des jetzt schreiben wir einen Witz auskennen und so. Also ich habe versucht, irgendwas... Nicht nur als Nerd, sondern auch jemand, der zu viel Zeit hat, was er aber für... Oh ja, definitiv. Hobbys, ich hab definitiv zu viel Zeit. Also ich war das Kind in der Schule, den absurden Hobbys. Ich hab 70 Silberbände von Perry Rhodan gelesen in einem Jahr. Sehr gut, ja. Leicht unterfordert in der Schule. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Und dann bin ich einfach durch die durchgewälzt. Genau, ja. Und dann habe ich noch, ich habe Bogenschießen gemacht, lange bevor es cool war. Also bevor es cool war. Lange bevor es cool war. Also da war ich 13 oder so und bin gemobbt worden in der Schule. Und ich so, ich brauche jetzt etwas, was mich stark macht. Und Bogen, kann ich den Bogen in die Schule mitnehmen? Ja, aber ohne Pfeile. Das war die Regel dann, die ich mit dem... Man müsste ja theoretisch auch ein Uhakal oder ein Kreide... Stück verschießen können mit einem Bogen, ne? Theoretisch ja, aber wenn man ein unerfahrenes Kind ist, das als Rechtshänder mit einem Linkshandbogen schießt, wird das ein bisschen problematisch. Also ich habe mir mehr als einmal ordentlich wehtan mit dem Teil. Alles klar. Ja. Und eben das hat mich, also das Recordening auch hat mich auf das Jetzige geführt, weil auf ich das dann... FFPÖ. Genau, weil ich gemerkt habe, wie ich versucht habe, internationale Gäste einzuladen für The Recordening, dass es irrsinnig schwierig ist, Untertitel zu finden. Untertitel? Ja. Generell hat österreichischer Film ein Untertitelproblem. Weil er keine hat. Genau. Oder wenn er welche hat, dann sind sie in Deutsch, was beim internationalen Publikum super hilft. Also wir wollen nicht sichtbar sein international. Ja, sozusagen. Irgendwie auf die Art und Weise. Und es gibt manchmal irgendjemand schreibt welche online so selber. Ja, so, genau, richtig. Aber die sind dann zum Teil einfach Google Translates von den deutschen Fassungen und dann kommt da extremster Käse raus. Von koreanischen Sitcom gibt's englische Untertitel. Ja, genau, richtig. Und für den Österreich... Wo Filmförderung und alles ist, tut sich das keine Ahnung. Und das Schlimme ist, es gibt sogar noch der Markt für englische Subtitle ist auch nochmal gesplittert, weil meistens, wenn du eine DVD in Österreich kaufst, sind eben keine englische oben. Wenn du eine internationale Import-DVD kaufst, von demselben österreichischen Film, dann ist der englische meistens oben. Alter. Genau, die meistens mehr Kohle kostet natürlich. Ja. Und ja, also... Und wenn ich nicht wüsste, wie dumm diese Medienindustrie ist, würde ich sagen, da ist irgendeine Verschwörung im Gang, dass wir absichtlich blöd und provinziell gehalten werden. Ja, genau. Aber, das Gefühl habe ich auch, weil selbst Netflix hat Probleme, englische Subtitles zu machen für die österreichischen Sachen. Sie haben vom Josef Hader Aufschneider zum Beispiel, haben sie die 2 Folgen drinnen. Und dann die Vorstadtweiber. Die Vorstadtweiber haben sie drin. Da haben sie sogar die englische Titlecard drinnen, aber keine englischen Subtitles. Und der Hauptscreen, der zeigt, also zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, von... Abspann oder... Nein, die Title Card ist das, was du am Anfang siehst mit dem Namen der Show und meistens das Haus, also bei Full House ist es ja das Haus und dann steht Full House, das ist die Title Card. Und die haben auf dem Netflix... Also haben sie schon verenglischt? Verenglischt, aber noch nicht die Serie selber, ja. Hallo Dennis, servus. Hallihallo. Jetzt werden wir richtig viele. Oh, sehr gut. Komm gleich her. Ja? Nein, das ist der Podcaster. Der Stefan tut sich nur... Stefan, was ist jetzt? Kommst du... Ja, wir fangen schon an, das läuft schon alles. Ja, aber ich meine, wie setzen wir uns? Ja, so. ich sitze gut, ich weiß nicht, wie ihr das geht. Wer früh kommt, der sitzt gut. Ja, genau, richtig. Wir könnten uns darüber setzen auf das lange Bankerl oder so. Ich entschuldige mich für diese Störgeräusche, die wir jetzt absolut selber produzieren. Zum Wohle. Los, Dennis. Entschuldigung.
Okay, Prost. 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 Wohle. Brauchst du einen Radler? Dosen. Brauchst du einen Radler? Nein, nein, ich habe nur eine Buttermilch. Buttermilch. Ja, jo, sehr Buttermilch. Gut. Okay, ja. Ja, gehen wir irgendwo hin. So, wir machen jetzt eine Ortsverlagerung quer durch die KZ-Gusen-Wandständer hindurch, die ich im letzten Podcast besprochen habe. Da, Stefan, da gleich. Jo. Im Innenkreis, oder? Ja, ja, machen wir im Innenkreis, genau. Ah, ja. Und ich würde vorschlagen, der das Mikrofon, also der was zu sagen hat, nimmt das Mikrofon, dann brauche ich es nicht so komisch. Okay. Ja. Ja. Aber jetzt zum FFPÖ, also es ja. geht um österreichischen Film. Genau, richtig. Also, du hast doch seit einem toten Podcast aus noch. Ja, genau, was richtig. Das war Syntec Error, das war die satirische Aufbearbeitung von die IT-News-Geschichten, die wir halt gemacht haben. Das habe ich gemeinsam mit einem anderen Kollegen, vom Kabarett-Kollegen ursprünglich gemeinsam gemacht. Du bist im Kabarett? Oder? Ich hab 8 Jahre lang Kabarett und Impro-Theater gespielt. Und habe damit aber aufgehört. Nicht an der Bondig-Bühne Baden? Baden? Nein, da war ich. Ja, okay. Okay, nach Baden hat es mir das schwächert und so. Das waren die größten Provinzlöcher bis jetzt, die ich gespielt habe. Das heißt, du hast echt die Kabarett erfahren? Ja. In Wien war ich am meisten. Hey, warum bist du jetzt nicht berühmt? Also, ja, es ist sehr schön. Ich habe ein ORF-Programm mit zwei anderen oder drei anderen, die was man überall sieht in jedem Film. Ich war immer in einem Team, in meinem Kabarett-Team und der eine hat geheiratet und hat 2 Kinder und der andere ist am Heiraten. Die haben es jetzt selber lustig, ne? Ja, genau, richtig. Also die haben jetzt irgendwie sich selbst motiviert mit etwas anderem, das nicht so spaßig ist im Allgemeinen. Und ich habe jetzt angefangen, stattdessen Stand-Up zu spielen, also englischsprachig. Ich mache jetzt Stand-Up, ja. Weil die österreichische Szene ist sehr am Explodieren, was das anbelangt. Und es ist sehr befriedigend, einfach in etwas drin zu sein, wo nicht schon 30 oder 40 Jahre lang eingesessene alte Fossile, die... Oh, jetzt was Neues, ihr seid die Neuen, genau, die Jungen. Genau, es gibt nämlich nichts Altes. Genau, es ist, ich beleidige nicht den Dorfer. nein. Den Dorfer würde ich nie beleidigen, weil der Dorfer hat eine Unterrichtsstunde bei uns gehalten, damals in der Schule, was großartig war. Ich habe auch mit dem Hader ein Interview führen dürfen, damals von der Schule aus und lauter solche Sachen. Was meinst du dann? Ha? Nein, ich meine schon Sie. Ihr habt eine neue Kunstform, wo ihr die Stars seid. Genau, richtig. Ja. Man ist definitiv seines eigenen Glückes Schmied, mehr als dort, wo es darauf ankommt, dass irgendjemand... Ja, also bei Podcasten. Also von allen, die ich kenne, die... Religion. Ja, genau. Mit allen, denen ich Kabarett angefangen habe, sagen wir, das waren 30, 40 Leute über die ersten 3 Jahre, haben es 2 geschafft. Geschafft heißt, dass sie davon leben können. Nicht einmal gut davon leben können, sondern davon, dass sie das davon leben können. Und das ist ein, du ein, hast nicht davon leben können. Oh nein. Ich habe sporadisch bin ich sehr gut bezahlt worden und dann lange Zeit nicht. Also, oder man ist, bezahlt worden unter Anführungszeichen und dann sagt man, oh, du kriegst das nach der Show. Und dann kriegt man es nie. Ja, genau, richtig. Also das war Schwächert. Schwächert war mein schlimmster Auftritt aller Zeiten. Ich habe vor 4 Leuten gespielt. 4? Ja, vor 4 Leuten. Also es waren ursprünglich sechs. Es waren ursprünglich 6, aber die Künstler vor uns, weil das war eine Varieté-Show, hießen Die Kranken und die hatten selbstgebaute Musikinstrumente und eine Videoinstallation um 11 Uhr in der Früh und haben für eine Stunde lang experimentelle Musik gespielt. Nicht schlecht, von einem künstlerischen Standpunkt. Ich so, ja, das ist großartig. Aber wir müssen als Nächstes spielen. Wir müssen die Leute zum Lachen bringen nach dem Ding. Nach einer Stunde Terror. Und es war eben ein Baby im Publikum mit ihrer Mutter. Und das Baby hat zum Weinen angefangen. Und die Mutter hat halt mit dem Baby raus müssen. Also waren es auf einmal nur 4 Leute im Publikum. Und es war ein 200-Leute-Saal. Also das war definitiv der schlimmste Auftritt aller Zeiten von mir. Und das ist bis jetzt im Stand-up noch nicht passiert. Also, wenn's unterbrechen wir dich mal kurz. Klar, sorry. Ihr zwei, Stefan, Dennis, habt ihr... erst einmal, habt ihr Entschuldigung fürs Fehlerbleiben letzte Woche? Ja. Was ich weiß es nicht mehr, aber ich habe eine gehabt. Ja, ich musste bis heim 12 genau. arbeiten. Ja, also ich möchte also wirklich ein öffentliches Demütigungsritual einführen für Leute, die nicht am Podcast erscheinen. Ich war brav hier. Genau, er war brav, obwohl er gar nicht zum Podcast hört. Ich habe ihn versetzt.
Ja, genau, ich war so. Du bist auch weggeblieben. Ich bin zu spät gekommen. Ach so. Genau, ich so, 1930, niemand hier, 1940, niemand hier, 1945, ich so, okay, jetzt ist spät genug, jetzt rufen wir mal an. Ja, und dann so, oh ja, richtig. Ich war in einer blöden Besprechung. Ja. Ja. Also ich habe ja vorher mich auch schon abgemeldet. Okay. Ja, ja. Dummer, keine interne Wilson. Also ich hatte noch heute überlegt, ob ich überhaupt komme und dann habe ich danke, doch irgendwie Dennis, dass du uns die Ersten mit deiner Anwesenheit. Naja, es danke, ist nicht leicht, Jesus zu bekommen, also von daher. Ja, ja, genau, richtig, das Problem haben alle. Die Haare und der Bart ist sehr Jesus-mäßig. Jesus. Also ich habe schon von mindestens drei Personen ein und dieselbe Aussage gehört. Also mit Jesus? Nee. Wann klonst du dich endlich? Aus Zeitersparnisgründen oder Pünktlichkeitsgründen? Ja, komischerweise nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten Umfeld. Sie wollen alle Klone von mir haben. Damit, ja, in dem Fall praktisch wäre, wenn ganz viele Dennis ganz viel gleichzeitig tun können. In dem Fall haben deine Mitarbeiter weder die Simpsons-Folge noch die Duplicity, den Duplicity-Film gesehen, ja, oder, dass es eine schlechte Idee ist, von der Klone herzustellen. Oder in Dings kam es auch vor, Ricky und Morty. Voll, ja, richtig, ja. Mr. Meeseek oder, ja, schon, oder? Okay. Die Folge. Ja, sorry, Nerd, ein bisschen Struktur. Gibt's. Oder die oder Mickey Mouse kam es ja auch vor. Da hatte Mickey Mouse, da kam es auch vor. Wo er, ja, aber da hat er ihn nur geteilt mit dem Messer. Genau. Aber auch schon meine Herren, die Idee ist jetzt nicht so originell. Nein, nicht. Stefan, Dennis, habt ihr irgendwelche Termine oder Danksagungen oder sonst irgendwas zum Ankündigen, was ich jetzt mangels eurer Anwesenheit unterdrückt habe? Ja, die Person, die heute fehlt, hat mich heute nochmal darauf hingewiesen, wird wahrscheinlich zu spät sein, aber morgen am 21. ist in Floridsdorf das Konzert von Renate und Karl. Ah ja, okay. Und das ist ja im Zusammenhang mit, dass jeden Tag eine Veranstaltung in Wien für den Dennis Zirkreist. Redet vom 21. Juli und ich bin derzeit mit dem Schnitt in 8 Tage hinterher. Ja. Also es, vielleicht gibt es ja eine Aufzeichnung, die man vom Konzert, die wir dann verlinken können. Ja, wird es wahrscheinlich nicht geben. Renate und Karl haben zwar Aufzeichnungen schon öfters gemacht, ich habe die nämlich angefertigt, aber die wurden nie online gestellt. Ah, okay. Aber ich kann mich erinnern, dass ein paar Bewerbungsvideos, die er gedreht hat, also wir können hier nur herzlich einfügen für alle, die nicht immer brav Biertocher Podcast hören und deshalb gewusst hätten, dass das heute ist, selber schuld, ne? Ja. Nein, Karl hat keine Zeit, er muss für das groben. Also, ja, Stefan, gibt es größere Ruby-Konferenzen, auf denen man sein sollte oder sonst was anderes? In die Richtung keine Termine. Heute sind ein paar Termine veröffentlicht worden von der Gemeinde Wien, wann sie vorhaben, die nächsten Straßenbahnlinien zu verlängern und zu eröffnen. Ui. Und also soll man Öffi-Paket zuschauen beim Band mit der Schere durchschneiden oder werde ich da als mündiger Bürger so... Na, du kannst dann fahren damit, nicht? Ich darf fahren damit, ich könnte sozusagen Erstlinienbenutzer sein. Aber was relativ tragisch ist, ist, dass das Zeug ziemlich zusammengestrichen worden ist gegenüber den Plänen, die es vor 2 oder vor 5 Jahren gegeben hat. Ich also nehme jetzt auch immer viel vor und erreiche sehr wenig. Also das ist ja auch jetzt auch nur der Plan, der nächste Plan. Ja. Ist ja noch nicht gebaut. Ah. Es ist nur der Plan reduziert worden. Der Plan schon. Also die Stadt nimmt sich schon weniger vor. Genau. Das heißt also, die U5 fährt nur einmal um den Rathausplatz herum. Es ist eine Schmalspurbahn durch eine Lilliputbahn. Da kriegt das eine U-Bahn-Station. An den U5 und U2-Plänen ändert sich nichts. Es ändert sich was an den Straßenbahnausbauplänen. Nichts Zusätzliches in die Seestadt Aspern. Da sollten eigentlich 2 Linien hinfahren. Kommt U-Bahn, nicht. Ja, oder Straßenbahn. Achso, okay. Zusätzlich zur U-Bahn. Okay. Die Hausfeldstraße und die nach Aspern sollten noch verlängert werden aber nicht. Dann der 67er, der jetzt zur Hälfte dann nicht mehr notwendig ist, weil da die U1 rausfährt nach zur Therme. Therme Wien. Also Therme Wien oder Oberlag. Ja. Also da ist ja sozusagen dann der Ast frei, da hat es eigentlich ursprünglich geheißen, es kommt stattdessen einer raus. Östlich der Per-Albin-Hansen-Siedlung entlang hinunter wird auch nicht gebaut. Dafür wird es gebaut, ein Ast in die Siemens-Gründe. Mhm. Das kannte im dritten, glaube ich, ne? Ja, nein, das ist 10. Bezirk noch. Ach so, okay, dann ist das... Und zwar östlich von der Quellenstraße und also die Absberggasse da hinein.
Der wird ungefähr so 500 Meter verlängert. Das ist Plan bis 2020. Und ebenso den O-Wagen zu verlängern in die Nordwestbahn, in das alte Nordwestbahngelände. Da wird der Schulcampus gebaut. Und mit der Eröffnung dieses Schulcampus wird der O-Wagen dorthin verlängert. Ursprünglich hat es geheißen, der kommt bis zum Engelsplatz. Das ist zusammengeschnitten worden, weil der 20. Bezirk das nicht haben will. Die wollen keine zusätzlichen Straßenbahnen, daher geht es nur in den zweiten Bezirk, eben ins Nordwestbahngelände. Dann ursprünglich gab es auch einen relativ ausgefeilten Plan, schon den 15a zu ersetzen durch eine Straßenbahnlinie entlang der Wienerbergstraße. Ist jetzt einmal eingestellt, also umgeändert worden und zurückgestellt worden auf eigene Busspuren, die eingerichtet werden sollen in den nächsten Jahren dort. Als Vorstufe, um zu schauen, ob sich das Gebiet noch weiterentwickelt. Ich meine, das Gebiet ist komplett zugesiedelt. Ich weiß nicht, was sie dort entwickeln soll. Ja. Und es war ja eigentlich auch als Argumentation zum besseren Anschließen am Wienerberg von den Hochhäusern, die dort oben sind. Also da gibt's, das ist wirklich am Arsch der Welt. Ja, das ist so seelenlos. Und in das Kino dorthin zu gehen, das ist eine Katastrophe. Ja. Aber da ja. wohnen ein paar tausend Leute und die haben ja. genau den 15a dort. Nicht? Und ja. der steckt im Stau. Gut, es gibt noch einen Bus den 7A, aber der steckt da im Stau. Ja, der 63A fährt auch in der Nähe. Fährt da schräg Nähe. Vorbei, ja. Also das sind so die Pläne, die es da gibt, den D-Wagen zu verlängern nach Süden durch das Sonnenwendviertel. Das ist mittlerweile auch fast fertig gebaut. Da gibt es den netten, im Ernst, sehr netten Helmut-Zilk-Park mit Kaffeehaus im Freien zu sitzen und so weiter. Relativ große Parkanlage ist da eröffnet worden letzte Woche. Und auf welcher Nerd-Seite hast du dir alle diese Informationen geholt? OTS. OTS, okay. Ja. Und dort kann man das auch nachschauen. Und auf der Seite von den Wiener Linien und auf der Seite von der Gemeinde Wien. Das Wichtigste, was du vergessen hast, ist der Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Oh ja. Weil das ist dort, wo die Otterkringer Brauerei ist. Und ich habe gedacht, als Bier im Namen schon, dass das eigentlich das Erste sein wird, das da aufkommt. Und ich so kratsch schon die ganze Zeit mit den Fingern. Aber der Johann Nepomuk Berger. Was kriegt er jetzt? Eine bessere Straßenbahn? Es wird gewechselt. Das heißt, der 44er fährt den Rest der Strecke, die der 2er gefahren wäre. Mhm. Und der 2er fährt den Rest der Strecke, die der 44er gefahren wird. Das zerstückelte Parkdreieck, das dort ist, wird ein großer Park. Und es wird alles eine verkehrsberuhigte Zone. Sehr gut. Dass das endlich ein echter Park ist. Vor allem vor der Party-Location Otterkring Brauerei, weil die hat sich ja in den letzten 10 Jahren enorm gemausert. Also ich habe dort lange gelebt in den 90ern. In den 90ern und in den frühen 2000ern habe ich dort gewohnt und jetzt wohne ich wieder dort. Und es hat sich dramatisch verbessert, die Otterkringer Brauerei. Mhm. Die Gegend selber, es sind mal zu viele Bobos schon dort. Ja, also ich habe auch dort eine Zeit lang versucht, Wohnungen zu suchen, also in ganz Wien, aber da haben wir auch Wohnungen angeschaut. Ja. Zum Wohnen eine Katastrophe. Nein, in den 90ern hätte man eine Wohnung dort kaufen müssen. Ja. Und dann Schilling. Vermieten. Ja. Ha? Und dann vermieten. Und genau, nicht. Richtig. Nicht selber drin wohnen. Das ist die Gegend ist schlimm zum Wohnen. Ich wohne dort, es ist in Ordnung. Ja, deswegen meine ich es. Aber ich habe auch einen Balkon zum Innenhof und solche Sachen. Also ich hab quasi eine grüne Insel in einer Mitte von Grau, mehr oder weniger. Ja, das sind ja viele Innenhöfen. Ja. Ja, das kann man wirklich in ganz Wien Gott sei Dank finden, auch in den ganz schlimmen, wie zum Beispiel im 15. Bezirk. Ja, gibt ihr seid euch bewusst, dass uns nicht Wiener auch hören, ja? Achso, ja. Ja, natürlich. Okay. Ja. Aber nur so als Vergleich, in der Neulerchenfelder Straße haben sie eben vor 3 Jahren ein Haus abgerissen, ein neues hingestellt, haben es 3 Stockwerke höher gemacht als das Original und haben das ist an einer Schienenstraße. Mhm. Wirklich schiere Gegend. 1 Million Euro fürs Penthouse dort haben sie verlangt. Wahrscheinlich hat es keiner dann genommen. 100, nein, ist verkauft. Ist was? Wer ist so dumm? Nein, das ist irgendjemand mit viel Kohle oder der es als Investment kauft oder sonst irgendein Blödsinn. Mhm. Und das macht die ganze Gegend kaputt. Tja. Ja. Zurück zu dir. Mhm. Oder habe ich euch, also habt ihr das Wichtigste gesagt? Thema, worüber ihr überdrehen wollt. Genau, das haben wir nicht. Inzwischen habe ich schon wieder vergessen. Okay. Können wir später nochmal die Themen aufzeichnen? Ja, sobald sie dir eingefallen. Ganz zum Schluss. Und heute reden wir über... Stefan, hast du nicht das Internet ausgedruckt und Themen? Hast du Nein, weil ich selber auch nur 2 Themen habe. Eines habe ich schon erzählt und das zweite ist dann... Das war die Straßenbahn, okay. Ja.
Und das zweite ist, ich erzähle ein bisschen von Barcelona. Du warst ja in Barcelona. Ich war in Barcelona. Ja. Nice. Ja, dann du jetzt gleich. Ah, ich weiß wieder, worüber ich reden wollte. Über meinen neuen Schallplattenspieler. Über deinen neuen Schallplattenspieler. Okay. Ja. Bitte, sprich doch über Barcelona. Also, hier ist es ziemlich kalt. In Wien. Na, hier sitzen jetzt alle heiß. Im Leiberl und kurzen Hosen. Genau. Also Barcelona war gefühlt wesentlich wärmer, obwohl es real gar nicht viel wärmer war. Aber es ist unheimlich feucht dort. Jo. Das habe ich gelernt. Fürchterlich. War aber ganz nett, weil wir haben ein Hotel gehabt mit Klimaanlage, die nur einen halben Tag ausgefallen ist, was wieder nicht so nett war. Aber der also Aufzug, einen halben Tag von einem Vierteltag. Das ist der gratis Sauna-Service, den sie zusätzlich ohne extra Kosten. Aber der Aufzug ist eh gefahren. Der eine von den dreien im 23 Stock hohen Hotel, der noch funktioniert Stock hat. Hoch. Da wirst du schon allerdings war das nur der bis zum dritten Stockwerk hochgefahren ist. Nein, der ist schon bis ganz aufgefahren, bis er also dann auch noch ausgefallen war's ist. War es im Preis wahrscheinlich, ne? Ja, sie haben einfach keinen Strom mehr dort gehabt. Also dann haben sie das repariert, am nächsten Tag gab es das dann wieder. Aber das war eine recht interessante Erfahrung, dass das der größte Zeitfaktor in unseren Fahrten wohin war, nicht die U-Bahnen zu berechnen, sondern abzuschätzen, wie lange man jetzt auf den Aufzug warten wird. Ja. Das heißt, das habe ich auch noch nicht erlebt. Unterstützt Öffi inzwischen auch die Fahrstühle aus dem Hotel? Ich glaube nicht. Ne? Liegt ja nach Douglas Adams. Ne? Ja. War sie im zweiten Stock? Oder? Nein, im 15. Ja, das ist und dann das Pool war im 23. Also es war ein Dachpool? Ja, es war ein Dachpool. Ist das cool? Doch, ist schon cool. Ja. Allerdings auch eigentlich heiß, weil natürlich die Sonne drauf knallt. Problematisch nur, wenn der Aufzug aufgeht, strömt direkt das Wasser rein. Ja, genau. Aber hattest du dann so am Abend eine coole Cool-Party mit Blick und Sonnenuntergang? Auf unheimlich. Unheimlich. Oder unheimlich. Hast du am Abend anderes zu tun gehabt? Unheimlich Pool gepartet. Unheimlich Pool gepartet. Ja, sprich, du warst die Einzigen dort? Oder? Genau. Irgendwie haben da sehr viele Schwimmer. Auf der La Ramblas, oder wie heißt die große Straße? Ja, das am Arsch durchgegangen, was sehr nett war. Also wir sind ja hingeflogen, wie üblich, das heißt dort mit Öffis herum. Die haben, ich glaube, jetzt 12 U-Bahn-Linien oder so. Also da kann sich Wien eine Scheibe abschneiden von. Alle U-Bahnen sind gekühlt. Ja, und die Klimaanlage funktioniert. Und sogar die Busse sind klimatisiert. Die Busse, ja, die Busse auch. Also das war sehr nett. Das heißt, das U-Bahn-Netz ist ausgebaut worden? Wird noch immer ausgebaut. Sie bauen gerade auch wieder zwei Linien dort dazu. Hast du entdeckt, gibt es so Citybikes, also so Fahrräder? Es gibt da so gut wie überall Radwege, aber es gibt kaum Radfahrer. Also zumindest gefühlt habe ich keine Leute fahren. Vielleicht haben die so ein gutes Netz, dass sie sich wirklich sehr gut verteilen. Haben. Nein, das glaube ich eher nicht. Dass so schnell sind. Das schaut in Kopenhagen oder in Amsterdam anders aus. Und dort ist es nicht. Heiß, ne? Ja, oder aber ich meine, die Leute sind das eigentlich gewohnt. Ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt. Ja. Ich glaube, es ist einfach eine Moped- und Motorrad- und Autostadt noch. Ja, und halt schon ab in den Öffis. Also die U-Bahnen sind schon alle ziemlich voll. Ja, ja, wird angenommen. Ich würde sagen, wir sind voller als bei uns gefühlt, obwohl es so dicht ist. Noch voller. Ja, ja. Und sonst, hast du viel gesehen dort? Ja, wir sind herumgefahren, das war sehr nett, haben uns einiges angeschaut, haben viel geschwitzt. Ja. Nette Stadt. Hat man angeschaut, auch ein bisschen von außen nur, die Familia Sagrada, da die Gaudi-Kirche. Da bist nicht reingegangen in die Kirche. Nein, die seit 120 Jahren noch nicht fertig ist. Das ist so spritz. Die ist übrigens seit dem spanischen Bürgerkrieg nicht fertig. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, mir hat es nicht so viel gegeben. Ich habe mir das irgendwie spektakulärer noch vorgestellt. Das ist so Betongebäude und dann außen drauf gespritzt oder verputzt und dadurch wirkt es so tropfsteinartig. Also Bilder sind ganz nett davon. An und für sich ganz nett. Warst du im Galeeren-Museum? Ich war in gar keinem Museum. Wir sind am Strand entlang gegangen, das war sehr nett. Einige stundenlang, die haben dort das ehemalige Industrieviertel aufgelassen und komplett in Strände umgewandelt, sodass man dort, ich glaube so, ich weiß nicht, 2 Stunden lang gehen kann und immer an den Stränden entlang. Und das ist wirklich ein Sandstrand mit Liegestühlen und Duschen und allen. Und Rettung und alles. Also man hat wirklich eine Stadt am Strand. Ganz genau. Ja. Großstadt am Meer und der wird auch sehr angenommen. Sandstrand mit Hundezonen und so, also das habe ich auch so in der Form noch nicht gesehen. Also so, dass auch die Tiere dann an der Stelle ins Wasser dürfen.
Und würdest du mir auch reinscheißen belehrt, können, das Wasser fließt ja Gott sei Dank nicht. Also das machen Menschen auch. Ist, also von das, daher. Das wird man schon, das wird man eigentlich überall insofern belehrt, als alles doppelt angeschrieben ist oder dreifach angeschrieben ist. Meistens eben Katalanisch, Spanisch und Englisch. Damit hat man auch gleich sozusagen die Übersetzungen und man sieht so die Unterschiede zwischen den Sprachen. Wobei es ist schon ähnlich. Also wenn man es liest, aber nicht gern. Ja, wenn man es liest, ist meistens der gleiche Wortstamm und halt ein bisschen andere Endungen. Also sonst war Barcelona eine Reise wert? Vielleicht ein bisschen mehr auseinander. Also vielleicht wie Schweizerdeutsch und Österreichisch so ungefähr. Also ein leicht anderer Sprachstamm. Yep. Ah, okay. Genau. Yep. Oder Kölsch und Bayerisch, die sind ja auch sehr weit schon auseinander. Und halt auch anders geschrieben, im Gegensatz so? Zu... Ja, die sind auch anders geschrieben, wirklich. Also andere Buchstaben, wirklich andere... andere Endungen, also andere Flexionen bei den Worten. Und das haben wir ja auch schon im Deutschen. Hin und wieder auch so Sachen mit J wird gegen Y getauscht und so weiter. Also es gibt Unterschiede. Du erkennst noch, dass es der gleiche Stamm ist, aber es ist halt anders. Könnte dann auch schon wie Deutsch und Jiddisch, also Mittelhochdeutsch sein. Ja, ich glaube, was da reinspielt, ist auch, dass das ja auch politisch gewollt ist. Ne? Sie wollen sich eine, auch separieren sozusagen. Dann hat es ein bisschen Einflüsse, weil es ja, das ist, also Katalonien ist Nordostspanien, also es grenzt an oder fast an Frankreich. Na? Der Nordost. Das liegt doch am Mittelmeer. Liegt am Mittelmeer. Achso, Ost, ja. Aber eben relativ nördlich. Ich glaube, es grenzt da an Frankreich, da ist glaube ich nichts mehr dazwischen an Provinzen. Mhm. Das heißt, das ist ein bisschen westlich dann davon. Ja. Das liegt schon am Atlantik dann. Mhm. Ja, ja. Also es geht direkt bis zu den Anden hoch. Ja. Und das heißt, ein bisschen französische Einflüsse. Nee, nicht Anden. Ja. Die anderen, genau. War nur ein Test. Hey. Aber war gut. Ja. Also schaut ein bisschen französischer aus, ein bisschen italienischer aus, als ich brauche, als Spanisch. Und voll mit Touristen, also? Unheimlich viele deutsche Touristengruppen, unheimlich viele österreichische Touristengruppen. Ja, viel Österreichisch gehört dort. Macht Sinn. Furchtbar. Ich habe ein bisschen amerikanisches Englisch gehört. Ich habe gar kein Französisch gehört. Mhm. Also die haben ihr eigenes Meer, das reicht ihnen scheinbar. Ja, also grundsätzlich besucht man nie das Nachbarland. Das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz. Man mag den Nachbarn nicht. Was machst du hier eigentlich? Ich komme ja von ganz weit weg. Das ist dann schon wieder... Gilt das nicht mehr? Von ganz weit weg nach ganz weit aus dazwischen. Das ist ein Freistaat. Ja, stimmt, genau, das ist ein Freistaat dazwischen. Ja, genau. Bayern. Wo der Postillon aber geschrieben hat, dass der ja zu Österreich gehört. War da nicht irgendwie was, wirklich? War da nicht nur ein Land zwischen Italien und Deutschland gefunden? Das war doch was. Aber ich meine, wenn Bayern zu Österreich dazukommt, der Kartenästhetiker in mir wäre sehr froh, weil endlich wäre es ein Viereck und nicht mehr das komische Schnitzel, das Österreich ist. Weil wenn wir Südtirol dazu nehmen würden, dann hätten wir eine Axt. Das wäre auch ziemlich cool. Endlich von der Schnitzelform wegkommen. Das ist was. Aber Schnitzel passt doch perfekt. Nein, es ist das Schnitzel gibt es in jeder Form. Das wäre, als wäre die USA wie ein Revolver als Karte. Ja? Oder Kanada würde wie ein Ahornblatt ausschauen. Das ist rassistisch und ich finde das nicht in Ordnung. Eigentlich Amerika wie ein Galgen aussehen würde. Oder einfach ein Grab voll mit Indianern? Oder? Tut mir leid, dass ich... Ja, oder ganz viele... noch ein Stück Barcelona. Elektroscooter gibt es dort. Die Elektroscooter. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Also das sind die man sich ausborgen kann. Achso, okay. Cool. Und dann gibt es E-Tankstellen, oder hast du rausgekriegt, wie die betankt werden? Ich nehme stark einmal an. Welche Modelle hast du gesehen? Die von KTM vielleicht? Weil die habe ich einmal bis jetzt... spanische. Okay, weil ich habe bis jetzt die KTM einmal gesehen und die sind so cool. Ja. Und haben die so ein schönes, giftiges Lightsaber-Geräusch, wenn es durch die Straßen... Das ist gar nichts. Ja, das ist schon die leise. Ich stelle mir Tron gerade vor. Tron, ja. Ziehen Sie seine Spur hin. Ja. Was ganz können Sie eine 90-Grad-Kurve ohne Verzögerung machen? Was mir am Anfang ein bisschen verwundert hat, ich habe dauernd Blaulicht gesehen. Dort fährt nämlich die Polizei mit permanent eingeschaltetem Blaulicht. Also nicht mit Drehleuchte oder Blitzlicht. Sondern es ist permanent an, das Blau. Und strahlt in alle Richtungen? Oder? So wie halt die Lampen gebaut sind. Und nur wenn es im Einsatz sind, dann blitzen es halt. Mhm. Aber die drehen sich ja üblicherweise. Nein, die drehen sich eben nicht. Also ich meine jetzt hier in Österreich und Deutschland drehen sie sich. Und deswegen sieht es so aus, als würden sie blitzen. Ja, ja. Aber das heißt also, so wie sie gerade stehen, da leuchten sie hin? Nein, sondern die leuchten in alle Richtungen, weil es LEDs sind einfach.
Ach so, das heißt also ein Rundumlicht. Genau. Okay, dass man sie auf jeden Fall sieht. Dadurch siehst du sie aber eben sehr weit. Ja. Und sie sind dadurch sehr leicht zu erkennen. Blaue Aura. Und wie sieht es dann aus, wenn sie einen Einsatz haben? Ähnlich wie bei uns, es blitzt dann halt. Okay, das heißt, dann schalten sie sich ein und aus. Genau. Was mir dadurch aufgefallen ist, ist, wie viele sie sind. Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist viel präsenter als bei uns. Ich habe drei Festnahmen, glaube ich, gesehen. Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, sogar alle am gleichen Platz, aber an unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Also das war scheinbar auch ein bisschen ein Hotspot dort. Kann auch Gefährder gewesen sein. Ja, so in die Richtung. Muss nein, ja nicht sein, also das hat man eher so nach Taschendiebe am Strand entlang gewirkt. Ja. So. Relativ das kann aber auch bedeuten, dass sie dann anscheinend den Taschendieben besser hinterher sind. Ah ja, und ich bin U-Bahn gefahren. Also, naja, das ist keine große Leistung. U-Bahn. Du standst am Steuer und hast Gas gegeben. Du hast U-Bahn gekidnappt, oder wie? Nö, ich bin nur vorn gestanden beim Vorderfenster. Weil sie fahrerlos sind. Weil die sind manche Linien dort sind fahrerlos. Oh, cool. Das ist ganz lustig. Also wenn man beim Flughafen ankommt, gleich in die dort einsteigen, die ist fahrerlos. Und das ist die das ersten ist paar hundert Meter lustig. Ja. Dann ist okay, die Fahrt auch. Die haben also das System, wie es in Wien kommen wird, dann für die Fahrerlosen. Nämlich, Wien ist auch fahrerlos? Mhm. Die U5 wird fahrerlos. Oh je. Und zwar, dass es Bahnsteigtüren gibt. Was heißt da Bahnsteigtüren? Mhm. Das zwischen Bahnsteig und der Schienenstrecke ist eine Glaswand, die mit Schiebetüren versehen damit ist, genau dort. Damit sich nicht vor die U-Bahn schmeißt. Ja. Damit es dich damit kann die Fahrerlose kann. Dann nicht erkennen. Genau. Und der bleibt eben punktgenau stehen, deckungsgleich mit den Schiebetüren, die außen sind, zu den Schiebetüren, die innen sind. Und ich stelle mir schon den ersten Programmierfehler vor, wo halt nicht deckungsgleich scheint. Und das ist dann auch irgendein Sensorfehler. Ja. Dann nur Leute. Haben sie aber in Spanien auf die Reihe gekriegt. Also, ich meine... Ja, in Frankreich gibt es ja auch schon. London hat es, Vancouver hat es. Und das schon Jahrzehnte, glaube ich. Genau. Also es ist ausgetestet und funktioniert. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie... irgendein Blödsinn selber. Wir bauen das neu. Ja, eben genau, wenn wir uns das nicht selber zusammen hacken irgendwo, sollten wir halbwegs ordentlich was zusammenbekommen. Ich stelle mir dann zukünftig vor, wie dann so eine Computerstimme so richtig grantlerhaft nach dem Dingsbum-Style ist. Dass der Blade im weißen Hemd soll sich nicht so aufhören, weil der Zug fährt zu spät. Da geht es einfach nicht und die Türen sind zu. Und das sind ein Messer. Der Wappler mit den Würsteln soll sich endlich entscheiden. Das habe ich dort auch nicht gesehen, wie man es ja bei uns sieht, dass die Leute reinrennen noch und mit dem Fuß die Tür aufhalten. Ja. Das habe ich dort nicht gesehen. Ja, das hat auch einen ganz bestimmten Grund in Österreich. Diese Messer? Nein. Nee. Nein, ganz einfach deswegen, weil diese U-Bahnen total auf Stress machen, weil sie sagen, nach dem Piepsen ist das Einsteigen verboten. Wenn sie das einfach weglassen würden, keinen Stress machen würden, leider früher auch gemacht. Also der Stress hat erst in den letzten 7 Jahren angefangen in Österreich, habe ich das Gefühl. Ja, dass die Wiener durch die Durchsagen und so weiter. Eben, dass sie sozusagen proaktiv dagegen was tun, dadurch wird es zuerst richtig Stress aufgebaut und dadurch versuchen die Leute es immer mehr. Wenn wir es einfach locker umgehen würden. Wir fahren überhaupt nicht ab. Wump. Sie können auch die Tür einfach unter Strom setzen. Und wenn man oder eben doch die Messer. Die Messer sind, du berechnest dich an die Kosten, die mit das Blut erzeugt, das du wegputzen musst danach. Ja. Dessen Kopfschuss ein bisschen sauberer. Ja, aber dann die Gesichtserkennungssoftware und alles, die du programmieren musst, wenn du die Tür einfach unter Strom setzt. Nein, ich habe noch was Sinnvolleres. Das ist ja, da kommt was drauf an, in welche Richtung er fällt. Ah, ja, natürlich. Ja. Ja, oder wenn er zusammenklappt, ganz schlimm. Eben was Sinnvolleres, Basiceres. Am Strand entlang gibt es Laternen. Ja. Die sind durch Solarzellen und Windräder gespeist. Die haben kleine Windräder? Wir haben kleine Windräder auf der Laterne drauf. Oben die tut keiner abmontieren? Nein, das ist hoch genug. Das heißt also, nackt baden in der Nacht ist da eher uninteressant, weil es zu hell ist. Naja, dann wird es interessanter, oder? Ja. Das heißt, die haben dann wahrscheinlich eine kleine Batterie auch oben. Um das davon würde ich ausgehen, ja. Oder es ist nur Gag und die... Nein, die tun schon. Ich glaube, die tun schon. Und hast du die fotografiert, diese kleinen Windradlampen? Theoretisch, ja. Ich habe zwar einen Fettabdruck vor der Linse gehabt, zu dem Zeitpunkt noch, aber fotografiert habe ich es, also mit Fettfilter. Passt. Kannst du mir das schicken für die Shownotes? Ja, das kann ich. Das ist ein Tiefpassfilter, ist das. Um das zusammenzufassen, also Barcelona ist eine Reise wert. Eine, ja. Wie lange?
Eine zweite nicht? Naja, also 4-5 Tage hat man schon was zu tun. Okay, gut. Ich muss sagen, ich war vor einigen Jahren dort und wird nochmal hinfahren. Ich habe relativ wenig so Nerdmuseen gefunden, wo ich recherchiert habe. Na, also ich kann sehr empfehlen, dieses Nautische Museum, wo es eine riesige Galeere ist. Das ist über so von der Römerzeit ein Schiffbaumuseum, weil sie da praktisch eine Fabrik gehabt haben für Galeeren. Und dann das Barcelona Nationalmuseum, da war sehr gute, ein ganzes Stockwerk nur über den spanischen Bürgerkrieg. Das war auch sehr, sehr gut gemacht. Dafür bin ich zu sehr Pazifist. Bist du zu sehr Pazifist? Dann wird dir wahrscheinlich auch mein Buchtipp nicht gefallen, nämlich von George Orwell, Barcelona. Oh ja, sehr, 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 sehr gutes Buch. Habe ich dort gelesen, ist extrem gut. Also alles von Orwell kann man lesen. Also. Das ist wirklich sehr gut, speziell wenn du auf der Rambla spazieren gehst, auf dieser Rambla, weil genau redet, wo welche Maschinengewehrstellung in welches Haus reingeschossen hat. Und du gehst da spazieren und schaust dir das an. Du warst ja letztes Jahr warst du, ne? Bei der Maker Faire. Heuer. Ja. Heuer? Ja, die Maker Faire Vienna war vor. Nee, ich meine, letztes Jahr in Barcelona warst du doch auf der Maker Faire. Nein, war ich nicht. Nee? Die war übrigens auch die Woche. Wir sind bei der Maker Faire vorbeigegangen. Du bist nicht reingegangen? Nein, es war 10 auf Nacht. Warum bist du nicht in der Maker Faire rein? Ich bin ja in Wien nicht reingegangen. Was ist los mit dir? Mir war es zu voll. Dir war es zu voll. Okay. Kann ich auch verstehen. Ich mag auch keine Menschen. Na gut. Die Menschen sammeln. Ja, wird doch ein Podcast. Der Podcast, wo Sie willkommen sind. Oder nicht. Ja. Oder nicht, ja. Zurück zu dir, Ehrengast. Ja. Wir waren jetzt, also du hast dein zweiten Podcast, den habe ich schon wieder vergessen. Syntec Error. Da waren auch nur 11 Folgen. Eben da, ja. Wir haben aufgehört, weil mein Kollege eben sein zweites Kind am Weg hatte. Warum ging's bei diesem Podcast? Das war eben satirische Aufarbeitung von IT News. Ah, okay. Also im Endeffekt sozusagen genau. Syntec oder Syntax? Eben Syntec Error. Okay. Es ist ein Wortwitz. Ist das gut angekommen? Also das ist erstaunlich gut angekommen, ja. Aber ich habe eben aufgrund dessen, dass er keine Zeit mehr hatte und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt mit jemand anderen was Neues, das Gleiche anfangen, haben wir das einmal schlafen gelegt, bis die Kinder mal größer sind und dann können wir immer noch wieder anfangen damit. Und ja, eben, der FFPÖ jetzt. Was ich schon, und wie lange war jetzt deine Kabarettistenkarriere? Also Karriere meinst du mit dem Zeitpunkt, ab dem ich bezahlt worden bin wahrscheinlich, oder? Wie lange du es gemacht hast? Also insgesamt 8 Jahre, ja. Ich muss kurz den Stefan bemerken, der tut sich demonstrativ nicht interessieren für unseren Podcast. Doch, ich höre ja zu. Ah, okay. Ein Audioformat. Live Podcast hören, Wahnsinn. Ja. Also um das für unsere Hörer, der Stefan pennt. Ja. Es ist in einer extrem relaxierten Haltung. Es ist eine sehr visuelle Protestaktion. Ich meinen Rücken, ist es eleganter und Nein, es ist auch schon wurscht. Du so, wie es bequem liegst. Okay, wir reden einfach weiter. Genau. Versuch nicht zu schnarchen, Stefan. Ja? Willst du noch eine Dose als Kopf? Das ist so ein White Noise Machine, die du dir da behältst, oder wie? Nein, was mich interessiert, also wie lange hast du insgesamt in Jahren kabarettiert? Ja, 8 Jahre. Acht Jahre habe ich insgesamt. Und jetzt pausierst du gerade? Eben, wie gesagt, ich habe auf Stand-Up gewechselt, einfach weil das Englische an sich... Ja. Als noch faszinierend nicht, ist. Noch nicht wirklich sehr berühmter Jungkabarettist in Österreich. Ja. Dein Tag, also ich stelle mir das jetzt so vor, dein Tag hat circa um 16.30 Uhr frühestens angefangen. Aha, dich langsam aus deinem Luxushotelzimmer an die Bar schälst. Ja. Und dann einen schwarzen Pulli anziehst als Dienstkleidung. Richtig, und relativ verschlafen in irgendeiner Kleinbühne stolperst, dich huldigen lässt von der Schickeria Wien. Von der Schickeria, Die bündeln an Geld. Mit den Visitenkarten von jungen Verehrerinnen wegputzt. Ja. Nachher auf der Bühne kurz einmal schlechte Laune äußerst, was alle voll lustig finden. Genau. Und nachher gehst du dann an die Bar mit den anderen Künstlerelite. Genau, richtig. Ja. Es ist genauso. Also du hast das auf dem Kopf getroffen. So läuft. Grad, es ist mir irgendwann mal auf die Eier gegangen einfach. Weißt du? Ja, dann kommt noch der Concierge-Typ aus dem Hotel und bringt dir dann... und bringt mir mein Backel Kokain und so. Weißt du, es geht einem einfach einmal auf die Eier. Die Bezahlung war jetzt auch nicht so berühmt. Ne?
ja, so. Nur ein Packer Kokain. Ja, eben, genau, richtig. Ja, das, dass du selber dann auch bezahlen musst. Ja, genau, richtig. Und genießt du das jetzt wieder, dass du jetzt wieder anonym U-Bahn fahren kannst, ohne dass dich wie absolut, ist. Absolut. Die Masse lustig, es ist, ja, ja. Wir haben sich alle vergessen. Nur mal auf Ernst zu sein, ich bin ja, klar, natürlich. Ich bin zweimal auf der Straße erkannt worden in Wien in den acht Jahren. Aber das war dann wirklich, also ich rede jetzt außerhalb von Leuten, die regelmäßig in irgendwelche Shows gehen und, ja, und weil ich war halt bei ein paar Sachen, zum Beispiel im Theater am Alsergrund, und da gibt es halt eine Stammklientel, die dort immer hingeht. Okay, ja. Aber die, da, genau, richtig, ja. Und dann gibt es eben Leute, die einfach, wo es komplett per Zufall ist. Mhm. Also das eine Mal war ich bei der Geburtstagsfeier von einem Freund von mir, und dann ist einfach eine von der Party zu mir hergegangen und so, ich kenne dich irgendwo. Und ich so, okay. Und ich so, du warst mal auf der Bühne, du warst halbwegs lustig. Und halbwegs ich so, das ist... Du warst das. Ja, genau, richtig. Du warst die, die halbwegs gelacht hat. Ja, genau. Und ja, die mir halbwegs positiv aufgefallen ist. Ja, genau, ist. Richtig. Ja, ja. Du bist eine halbwegs sympathische Person, oder? Ja, und... eben genau, das war es sicher auch, also dass ich aufgehört habe mit dem Kabarett nach diesen 8 Jahren. Also die Huldigungen waren doch ein bisschen unter deinen Erwartungen. Ja, ein bisschen. Ja. Ja, und im Vergleich zu dem, was ich jetzt, vielleicht ist es auch der technologische Wechsel mit Smartphones, ja, und allem, ja. weil eben, wie ich angefangen habe, das was mein Handy damals war, ein Sony Ericsson Walkman 550 oder so, das Bar-Handy mit dem und das war irgendwie das Beste, was, ja. was es damals gegeben hat, weil es Java schon Java-Sachen schon ausführen konnte. Das war ein S60. Oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Möchtest du jetzt sagen, die Leute haben damals noch auf die Bühne geschaut und nicht aufs Smartphone? Oder? Nein, sie haben keine Fotos von dir machen können und sie gleich uploaden und solche Sachen. Das hilft enorm heutzutage. Du kannst auf der Bühne also sagen, für meinen Podcast auf jeden Fall. Ich sage mein Podcast oder ich gebe dann auch meine Sticker aus und die, da ist ein QR-Code und ja, die scannen das und dann sind die gleich auf iTunes oder auf Facebook oder sonst irgendwie mit mir verbunden. Und das ist etwas, was es vor eben 8 bis 10 Jahren noch nicht gegeben hat. Hast du irgendein kommerzielles Projekt, was du machst? Also einer deiner Podcasts bringt außer Spenden direkt Geld hinein? Derweil noch nicht. Ich will, dass FFPÖ irgendwann mal Geld abwirft. Mhm. Ja, das ist definitiv das Ziel. Es macht mir zu viel Spaß und ich hab zu hochqualitative Gäste, dass ich das weiterhin gratis betreiben kann. Aber zahlst du den Gästen was? Oder? Eben noch nicht. Aber du würdest gerne unbedingt, weil da sind eben, also wir hatten findest zum Beispiel... Findest du auch, dass sich das so gehört? Also wenn man definitiv. Also ich hatte, speziell wenn jemand regelmäßig kommt. Okay, wenn jemand dann einmal Gast ist und es ist eine spezielle Aktion oder so, okay, dann kann es, oder es ist ein Quid pro Quo, so ich komme auf deinen Podcast, du kommst auf meinen Podcast, fein. Aber wenn jemand regelmäßig muss Zeit aufopfert... Ich muss sagen, dass ich von ihm überhaupt keine Gegenleistung gekriegt habe dafür, dass er herkommen darf. Ich habe ihm aber Bier eingeboten. Ja. Wo ist mein Geld? Ich habe verlisse schon seit 2 Monaten. Dass du regelmäßig kommst, was du mir zahlen musst? Oder umgekehrt? Ich vermisse das Geld. Das können wir gleich mal einflechten. Meiner Erfahrung nach hast du einen Job gekriegt, weil du im Bierdacher-Podcast warst, stimmt das? Ey, super. Ja, ja. Na, ohne Schmerz. Ach so, ja, stimmt. Das ja? Hey, das wollte ich nie im Podcast erzählen. Ja, ich habe es jetzt erzählt. Reden wir gleich über dein Nettogehalt. Du meinst das peinlichste Gesprächsthema Österreichs. Ja, aber nein, das stimmt jetzt echt. Also kann man das erzählen? Naja, weiß nicht. Oder bist du dort nicht angestellt? Also ja, doch, ich habe durch den Podcast einen zweiten Job jetzt, der eigentlich wirklich sehr zeitintensiv ist, wo es gerade unpassend ist. Aber ich mache den halt, weil ich mich verpflichtet habe. Ja, ja. Also durch einen Podcast. Nur so viel zu allen, die jetzt nicht beim Podcast da sind, weil sie nicht herkommen. Okay. Ja. Die arbeiten ja jetzt alle. Also wie gesagt, also um 20 Uhr. Und also derzeit habe ich quasi eine Person angestellt für den Podcast und die macht, das ist mein Bruder und der macht die ganzen Logos. Also jede Folge hat ein Logo. Ja, er hat eine. Ja, nein, der zeichnet. Aber wie finanzierst du deinen Bruder? Indem ich arbeite nebenher und also dann... Also du hackelst, damit du deinem Bruder zahlen kannst, damit er für dein Hobby schönere Logos macht. Ja, gesagt, es soll mehr als ein Hobby irgendwann mal werden und ich will irgendwie... Genau, ich will High Production Value und ich will nicht für Werbung ausgeben, weil
Werbung ist, ja, ist ein Kreuz, ist ein Kreuz und unsympathisch, okay, und man kriegt nicht wirklich eine echte Fanbase zusammen. Alles nicht, also Guerilla-Marketing, okay, wenn man es selber macht und alles. Darf ich fragen, ja, wie alt du bist? Du schaust noch sehr eierschalenbehaftet aus. Ah, danke, danke, danke. Es fängt langsam, der Nick Cage Haarverlust fängt an bei mir. 35. Ha? 35. Oh, wow, ich bin viel jung. Viel jung? Viel jung, ich bin viel jung. 30 bist du. Sehr knapp dran, ja, ich werde 29 jetzt. Ja, 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 oh, genau. Ja. Ja, ja, fast schon, das ist in Ordnung. Du schaust zeitlos aus. Was heißt das jetzt, bitte schön? Ja, das ist frei zur Interpretation freigegeben. Das ist irgendwas zwischen 0 und 100. Wenn zeitlos für dich 0 bis 100 bedeutet, ja, dann... Also, Jesu wurde circa vor 2000 Jahren geboren, ne? Und du hast doch gewisse Ähnlichkeit. Ich verrate doch nicht meinen Alter. Ah, du bist wie Batman, wie Superman, du hast eine geheime Identität und man soll sie nicht offiziell weitergeben. Ja, wie alle Superhelden. Ah, eben, ja, ja, fair enough, fair enough. Ja. Wie blasphemisch sind wir eigentlich? Na eh. Eh, ja. Aber sind noch die Spuren der Kreuzigung. Was heißt das? Mensch, Spuren der Kreuzigung, was heißt das jetzt? Du schaust ein bisschen gerädert aus. So fühle ich mich heute, ehrlich gesagt. Ich war gestern im Fitnessstudio und bin total gerädert, ehrlich gesagt. Okay. Oh Mann. Ja, ich hab noch so Schmerzen in der Niere, als hätte man einen Typ da mit einem Speer reingestoßen. Ich glaube, das war doch nicht ein Die Lanze des Longinus. Ja, genau. Eine davon ist in der Schatzkammer Wiens. Es gibt ja 13 oder so. 13 verschiedene. Ja, weil über die Jahrhunderte hat irgendjemand in irgendeiner Kirche gesagt, oh ja, das ist unsere Lanze des Longinus. Und dann haben sie eine Kohlenstoffanalyse von dem unsrigen gemacht, irgendwann einmal vor ein paar Jahren. Und dann haben sie herausgefunden, eben, es ist aus 1500 irgendwas. Und dann haben sie... Die war halt und dann, zeitlich kaputt und dann haben sie es renoviert. Nein, der Fake-Out war dann, nein, es ist nicht die wirkliche Lanze, es ist ein Nagel, der geschmolzen wurde vom Kreuz, mit dem Jesus genagelt wurde. Okay. Und das ist dann in die Lanze eingeschmolzen worden und so ein Blödsinn. Und das ist etwas, was alle von diesen Lanzeninhabern quasi als Erklärung. Also jeder hat einen der, also es gibt 17 von diesen Ich Nägeln, weiß gar nicht, wie viele, von diesen vier Nägeln. Anscheinend hatten sie einen extrem schlechten Zimmermann. Ja. Oh ja, weil sie Jesus, den einzigen Zimmermann, ans Kreuz genagelt haben. Haben sie seinen Azubi genommen und der so, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Muss jetzt wirklich die katholische Kirche in Schutz nehmen? Ja. Ich glaube, ihr kapiert den Sinn des Wortes Glauben nicht. Es ist schwierig. Ich glaube auch. Ja, es ist schwer zu glauben. Stefan, weil wenn man dich da so dekorativ. Ich habe jetzt eine Frage, bevor wir jetzt auf das Thema, weil die brennt mir die ganze Zeit. Was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Stand-Up-Comedy? Okay. Also schau, Kabarett ist die Österreich, also ich sag's dir jetzt aus der Perspektive der amerikanischen Stand-Ups, mit denen ich zusammenarbeite. Kabarett ist Theater, aber man macht alle 8 bis 10 Minuten einen Witz. Das ist aus der amerikanischen Perspektive Kabarett. Also, und Stand-Up... Alles geplant. Genau, und richtig. Wie ein Theaterstück. Genau, richtig. Ja. Stand-Up jetzt. Nur das nein, Kabarett. Ja. Kabarett. Und die Kabarettisten sagen über Stand-Up, dass es eben... erzählt nur einer Witze. Ja, genau. Dass es einfach Leute mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sind. Erzählen Witze ohne Handeln. Ne? Genau, richtig. Ja, genau. Und es ist beides falsch, meiner Meinung nach. Es fließt wesentlich mehr ineinander heutzutage, als es früher der Fall war. Kann man sagen, dass Louis C.K. ein Stand-Up-Comedian ist? Oder? Oh, der ist Stand-Up durch und durch. Ja, ja. Aber der hat... Er auch in seinen Filmen seine oft Originalausschnitte von... Genau, richtig. Und er hat aber er hat eben auch Bits, die 16 bis 20 Minuten dauern. Mhm. Also in der Stand-Up-Comedy-Szene redet man eben von Bits. Das ist ein Witz sozusagen. Ja, genau, richtig. Oder halt ein Stück, ein kleines Stück. Und das kann eben von 2 Sekunden und ein One-Liner zu eben einem Louis C.K., der das eben 16 bis 20 Minuten macht. Und er ist ein Gott, in meiner Perspektive. Er hat auch super Marketing-Sachen. Er verkauft ja seine eigene Fernsehshow übers Internet. Genau, richtig. Ja, das Horton und Wallace. Wo Horton und er hat something. Eine Show über seinen eigenen Namen. Und sein Louis. Ja. Sehr kapitalistisch genau. Ist eigentlich. Ne? Ja, genau, richtig. Und das eben ist etwas, was eben
auch die Änderung der Stand-Up-Szene in den USA, also bis in die 90er war es so, wie es, also hat Stand-Up definitiv mehr von diesem One-Liner-Ding da gehabt. Mhm. Und ab den 90ern mit den Alternative Comedians in den USA. Kabarettistischer eigentlich. Genau, richtig, genau, ein bisschen schon. Irgendwann sind es dann dort, wo unsere schon lang waren. Genau, richtig. Und umgekehrt genauso, wo eben die Deutschen speziell eine starke Comedy-Szene haben, die sich mehr an die Stand-Up-Comedy-Szene der Amerikaner anlehnt als an das Kabarett. Und meiner Meinung nach... Und wie ist es Wien als Stand-Up-Standort? Also gegenüber einem... Ja, im Facebook so Stand-Up... Genau, richtig, ja. Stand-up, Vienna, also da kann ich gleich ein paar Name-Droppen. Also jeden Mittwoch, morgen zum Beispiel, ist ein Auftritt von mir, wenn man 7 Minuten... Am 21. Wenn man, ja, genau, wenn man sich, also wenn man sich 7... Ja, oder... Also, ja, genau, am 28. trete ich auf. Mittwoch, oder, wo ist jeden Mittwoch? Also in der Womba, das ist im Wombat City Hostel am Naschmarkt. Also. Naschmarkt. Ist, am Naschmarkt. Da ist auch ein... Ja, das ist das Original. Okay, Wombat am Naschmarkt und genau, da ist Stand-Up. Genau, gratis Eintritt. Cool. Das Publikum ist sehr verschieden, dadurch, dass es halt ein Hostel-Publikum ist, kann es furchtbar sein und du hast einfach eine Stunde lang, hörst du Getratsche und Leute, die sich anschreien oder du hast eine Stunde lang gratis Spaß, der wirklich toll ist. Cool, und die Line-Up ist zumindest 2 oder 3 Comedians, ich nehme mich jetzt da mal außen vor, 2, 3 der Comedians sind normalerweise wirklich lustig. Mhm. Also das ist von 6 bis 8, je nach Abend. Jede Woche spielen können. In Wien ist so ein großer Pool von Stand-Up. Also wie, es gibt zum Beispiel, ich spiele jetzt dort seit 4 Monaten jede Woche. Okay. Einfach weil... Wie lang ist so dein Auftritt im Schnitt? Eben, es ist zwischen 5 und 10 Minuten derzeit. Also mehr kriegst du gar nicht? Mehr kriege ich derzeit nicht. Ich habe Guest-Spots schon bekommen. Ja. Das ist eine Stufe über den Open Mics, wo du dich einfach online anmeldest und sie nehmen dich mehr oder weniger so. Alles ist gut. Ja, ja. Alle dürfen mitmachen. Mhm. Und ich bin jetzt schon eine Stufe drüber, wo ich schon Guest-Spots bekomme und schon... eben 10 Minuten Spots bekomme, weil ein normaler... Aber, und was wäre so ein sehr etablierter? Wie die kriegen 20 bis 30 Minuten oder MC'en dann ihre eigene Show, wo sie dann... Das heißt, die organisieren sich das dann auch... Genau, das ist dann quasi das Äquivalent zu einem Solo-Programm von einem Kabarettisten. Wenn jetzt kein Eintritt ist, hast du dann einen Hut, wo man Münzen reinwirft? Oder wie funktioniert in dem das? Fall nicht, es ist einfach, ich werde im Bier bezahlt. Du kriegst dann ein Bier an der Bar. Ich krieg mehrere Bier an der Bar, oder die Leute dich dann persönlich einladen? Das ist auch schon vorgekommen. Also ich war schon gut genug, dass mich Kanadier und Australier so lange eingeladen haben, bis ich nicht mehr weiß, was passiert ist am Rest des Abends. Aber es ist jetzt nicht üblich, dass man da Münzen auf die Bühne wirft? Oder so. Das gibt es bei anderen Shows dann schon. Also da gibt es eben Make Jokes Not Wars, das ist so alle 2, 3 Monate, das ist sehr gut. Dann gibt es Vienna Stand-Up Comedy Presents, die sind ausgezeichnet. Dann gibt es also einfach nach Stand-Up Vienna googeln, ne? Vienna Stand-Up hilft auf jeden Fall. Auf Facebook gibt es relativ viele Gruppen. Ich kann zum Beispiel vom Reggie Barris kann ich sehr empfehlen, der macht eben die Mittwochshows, aber der macht auch im Kramladen in den Stadtbahnbögen macht er die Kram-Lachen-Show. Mhm. Ein exzellenter Wortwitz dafür, dass er Amerikaner ist, meiner Meinung nach. Ist Stand-Up in Wien per Definition eher Englisch? Oder? Es ist alles Englisch, ja. Und wir haben ein paar Deutsch auch, oder wäre das dann wieder eine furchtbare Comedy aus dem deutschen Fernsehen? Eben, es schlägt dann in die Richtung und es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr traurig. Also wir haben sehr schnell traurig im positiven oder im negativen Sinne? Im Sinne von deutscher Mario Barth-Level-Comedy traurig. Ja, aber okay. Mario Barth kann ja ganze Stadthallen füllen, ne? Ja, Stadthallen voller Traurigkeit. Ja, aber da Millionen von Menschen schreien, aber keiner lacht. Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn er über sein eigenes Kabel stolpert und sich da tögelt auf der Bühne, ja. Also das ist eine Katastrophe. Du würdest das dann lustig finden, oder? Oh, das wäre sein bester Witz, den er jemals gemacht hätte, ja. Aber noch einmal, ich meine, ihr kommt ja nicht drum herum, du trittst gratis auf, ja, und Mario Barth füllt ja Hallen von Leuten, die dafür Eintritt zahlen, ihn zu hören. Ich weiß nicht, ob die wirklich jeden zahlen, mit dem das kann ich mir so schlecht vorstellen. Doch. Und jeden, mit dem er spricht, sagt, na, Mario Barth, ja, furchtbar, also überhaupt nicht lustig und so, aber irgendwo ist da ja Diskrepanz, ne? Nee, schau, ich könnte ohne Probleme einfach mehr oder weniger
oh, das ist das, was Frauen sagen, oh, das ist das, was Männer sagen, oder schaut euch die Bevölkerungsgruppe an, oh, schaut euch die Bevölkerungsgruppe an. Natürlich könnte ich aus der niedrigsten Schublade, ich hab seitenweise Witzmaterial niedergeschrieben über dreckigste Witze, die eigentlich nicht landen sollten, aber wir haben genug furchtbare Leute in der Bevölkerung. Könntest du keinen furchtbaren Dings irgendwie anstellen, der das für dich dann... Oh ja, stimmt. Ich habe einfach das Geld. Ein Strohmann. Ein Witz-Strohmann. Wahrscheinlich funktioniert auch so Mario Barth. Ja, er ist gar nicht der die Witze. Ehrlich gestanden. Ehrlich gestanden, das würde ich dem sogar zutrauen. Das ist in Wirklichkeit jemand anderes. Oh ja, jemand war peinlich berührt von seinen 300 Seiten misogynistischen Materials und er so, irgendwie muss ich das jetzt anbringen. Ja, genau. Aber mir ist es zu peinlich. Ja, genau, richtig. Ja, und dann, also die sind sehr gut. Im Tunnel Wien ist eben ein How to Laugh in English von Okello Dunkley. Okay. Das ist eine Bezahlshow, die kostet zwischen normalerweise 10 und, ich will jetzt nicht lügen, ja. 10 und 15 Euro. Da kriegt dann auch der Performer etwas. Da kriegen alle Performer was und der MC kriegt was. Und es ist eine großartige Show. Und vor allem, das ist die Show, die auch international Leute einlädt. Ah, okay. Auf einer größeren und Ebene. Gibt es irgendwas, wo ich als Publikum dann sagen kann, also der war besser, der soll mehr von meinem 2 Euro Eintritt kriegen als der. Du meinst quasi so ein direktes monetäres Feedback-System? Ja, so irgendwas. Rückfütterungsschleife. Ich verstehe eh, dass die Applauslänge das ist, wovon man wirklich lebt als Künstler, genau. Aber ich hätte gern so, dass jeder mit einem Berg von kleinen Münzen reinkommt. Quasi live flatter. Flatterst du den dann? Live. Nein, gibt es derzeit leider noch nicht in der Art und Weise. Das Nächste, was ich mir... derzeit gibt es auf der Ebene noch nicht wirklich etwas. Du wärst aber auch dafür, ne? Dass du mit einem Berg klebrige Sachen zum Werfen und einem Berg Tomaten, Münzen und dann kann man so, je nachdem... Vor 4 Monaten hätte ich Nein gesagt, weil mittlerweile bin ich gut genug, dass ich Ja sagen könnte. Ja. Und findest du jetzt, dass... ich meine, es müsste ja auch Leute geben, die auf Englisch sozusagen unterste Schubladenwitze machen, ja. Was du jetzt mit Mario Barth... Oh ja, wir haben Mario Barth. Ja, wir haben Mario Barth in der englischen Szene. Es ist ja nichts besser, außer das Englisch reden. Hm? Die heißen ja nur Mario Mustache oder so. Ja, Mario Mustache. Ja, genau, richtig. I'm at the Italian Mario Mustache. Yeah. At these are women. Aber das Richtige ist das Format auch nicht. Nein, die sind definitiv. Oder ist das also Publikum so eleviert, dass die das dann? Schau, die Leute zum Glück haben es bis jetzt nicht über die Open Mic Schwelle geschafft. Mhm. Open Mic heißt, jeder darf probieren. Genau, richtig. Und alles darüber, Guest Spots und dann fixe Spots und okay. dann wenn du eine ganze Show anführst, das ist eben derzeit so gut kuratiert von den... Da gibt es dann einen, der sagt, du musst jetzt abtreten. Genau, richtig, mehr oder weniger. Jetzt weiß ich, was ich das wirklich gerne machen würde. Der Typ, der mit dem Blinklicht im Hintergrund steht. Oder mit seinem Pass. Nein, das ist nämlich der Klassiker eben in der englischen Szene, ist eben einfach jemand mit einem Handy, mit dem LED-Licht, das hat, der winkt kurz aus dem Publikum raus. So, und dann weißt du, du hast eine Minute Zeit noch. Aha, okay. Ja. Und das hat zumindest eben uns davon abgehalten, dass wir wirklich schlechte Comedians zumindest bei den bezahlten Sachen dabei hatten. Mhm. Bei den Gratis-Sachen hatten wir sie logischerweise. Wie gesagt, mein Selbst ist nicht gefeit vor schlechten Witz. Und wie schätzt du jetzt das Publikum ein, speziell in Wien, das sozusagen sich auf englische Standards einlässt? Sind das eher die typischen Hostelbewohner, die auf Durchreise sind? Oder? Es ist so verschieden. Also wir hatten... auch schon Auftritte, wo 80% Österreicher sind. Mögen die niveauvolle Witze dann oder mehr oder nicht? Es ist faszinierend. Also die Österreicher mögen einen guten Wortwitz oder auch einen schlechten Wortwitz. Hauptsache, sie verstehen den Wortwitz. Okay, ja. also genau, richtig. Ja, nein, also ich hab zum Beispiel einen, das weil ich bin ein Viertel Italiener und mein Onkel ist eben halb Italiener und dass der eben die Liebe von den Italienern zur Musik hat, aber er ist Arzt. Mhm. Also singt er die Testergebnisse seinen Patienten zu. Mhm. Und der letzte Schlusswitz ist dann halt eben,
dass er eben, er ist auch gleichzeitig Onkologe, also Krebs tut auch diagnostizieren, und da ist er zu weit gegangen, und dann sagt er eben, kommt eben in den Raum und sagt eben, when there is a black spot on your skin, that's tumore. Genau, richtig, ja, aber das, aber der funktioniert durch die Bank mit egal welchem Publikum du hast, es ist alles so, yep, ich verstehe den, und das ist lustig. Und das läuft beim österreichischen Publikum sehr gut. Du wurdest noch nicht von netten Englischlehrern und Lehrerinnen eingeladen, um in einer Schulklasse zu performen? Nein, noch nicht. Nehmen, ja. Du, ich würde mich jederzeit auf dieses Messer schmeißen, ohne Probleme. Du wirkst so rampensaumäßig. Oh ja, definitiv. Also das ist seitdem ich 10 oder 11 bin, seit der Mittelschule. Seit dem Bogen, ne? Ja. Ja, genau, richtig. Ja. Okay. Nein, seitdem ich herausgefunden habe, das ist, wenn man der Liebling von den Lehrern ist, dass man so ziemlich alles ohne Konsequenzen im Klassenzimmer sagen kann. Das kenne ich nur zu gut. Ja, eben, ja. Ab dem Zeitpunkt weiß man, oh shit, ich habe diese unbekannte Superkraft, die sonst niemand hat. Er wird ein Klassenbucheintrag bekommen. Bei mir sagt sie, Paul, der war gut. Okay. Ja. Sagst du uns noch deinen Twitter-Handle? Ja, das ist FFPOE_AUT, weil, wie gesagt, ja, jemand anderer hat FFPÖ auf Twitter vor mir genommen. Mhm. Okay, worüber ich kann mir nicht vorstellen, wer das und, ist. Und nein, das ist die Freifickpartei Österreich. Das ist irgendein 16-Jähriger aus Niederösterreich, der das registriert hat, drei Tweets geschrieben hat und es dann in so, haha, das ist einmal lustig, und das war's dann. Also habe ich diesen furchtbaren... Ein Bier angeboten, um ihn abzukaufen? Ich soll es machen. Ich sollte ihn einfach bestechen. Ja. Ich so hey. Gib ihm eine Freikarte für deinen nächsten Passwort. Voll, ja, genau, richtig. Du schenkst ihm das Bier. Drohung, PS, du kannst auch in meinem Stück vorkommen. Ja, genau, richtig. Hast du Wichser. Ich kann 10 Minuten Material über dich schreiben. Du bist ein 16-jähriger Teenager mit einem Smartphone. Du hast genug digitalen Footprint. Genau. Ich finde dich überall. Im Internet. Ja, ja. No, und in real life. Passt. Wahrscheinlich. Wenn man dich jetzt live sehen will, um da jetzt unbezahlt Werbung zu machen. Genau. Oh, danke. Wo soll man, nach was soll man googeln? Auf jeden Fall. Dass du dämlich im Ronacher oder im... Ja, natürlich, ja. Oder eben ORF Spezial. Was ist dein Künstlername, nachdem man speziell... Also mein englischer Künstlername, weil kein Amerikaner kann meinen Nachnamen aussprechen, ist Paul Jacobs. Jacobs, wie Jakobs Café. Aha, Paul Jacobs. Ja, Paul Jacobs. Okay. Ja, das ist... Ja, ist okay, ja. Ist okay. Es ist nichts Großartiges, aber ist okay. Wie viele Witze hörst du dann? Es hält sich in Grenzen. In Österreich kennt man Jakobskaffee vielleicht weniger. Doch, man kennt ihn gut genug. Also es wäre jetzt keine Hemmschwelle auf der Ebene. Nein, aber ich bin eben, man findet FFPÖ online. Am besten ist natürlich... Wenn ihr euch auf Viennas... Also Homepage hast du auch, nicht nur Twitter? Es ist FFPOE.at. Okay. Da findet man den ganzen Podcast und alles. Ich bin auch auf YouTube, iTunes und überall. Und um Stefan aus dem Koma zu aktivieren. Stefan, kommst du kurz zu uns? Jo. Aber wenn man mich eben live sehen möchte, das Einfachste ist... Soll ich mich da zwischen deinen Kopf setzen? Ist Vienna Chuckles, das ist eben vom Reggie Barrys, die geführte Gruppe und auf Facebook. Da sind auch Auftritte von allen anderen wichtigen Comedians oben, die sind wirklich toll. Alles klar. Ja. Jetzt was Ernstes, du möchtest Lehrer werden, habe ich das richtig? Richtig. Du studierst sowas, was war das? Englisch und Geschichte Lehramt. Englisch und Lehramt, ja. Ja. Und neben uns sitzt der Stefan, der war schon mal Lehrer. Ja. Jetzt hätte ich gerne so einen Erfahrungsaustausch, also das junge Küken da gegen den alten Opi. Ja. Stefan, warum soll man gar nicht erst anfangen, Lehrer zu werden und gleich IT machen? Kannst du da einen Tipp geben? Mehr Kohle. Das ist so wahrscheinlich ein Argument, wenn einem das wichtig ist. Aber es gibt ja die zwei berühmten Argumente fürs Lehrerdasein. Juli und August. Genau. Und die restlichen Ferien, ja. Aber schau, der schaut so richtig idealistisch aus. Der glaubt, er kann da mit seinem Englisch-Schmäh da so wirklich Leuten da Sprachkenntnis vermitteln, die das nicht wollen. Ich halte ihn nicht auf. Ja, aber ich meine, du warst vielleicht
jung, gehen wir mal davon, ja, jung ist. Ich versuche das jetzt gerade geistig, aber sag mal, rein theoretisch müsstest du einmal jung gewesen sein. Und da warst du vielleicht auch idealistisch und hast gedacht, ich werde gern Lehrer, weil da werde ich so die Welt verbessern und den jungen Leuten. Ich habe ja Physik. Auch 5 Jahre die Welt verbessert. Ja, ja, aber Grund des Scheiterns. Marginal verbessert. Ja. Aber ein bisschen zumindest. Ja. Du hast schon Fußstapfen Würdest du das noch einmal machen? Genau. Würdest du das jungen Leuten guten Gewissens empfehlen und sagen, ja, durch, geh, leiste im Staatsdienst für junge Schroppen, die sich nicht dafür interessieren? Wenn man das aushält, ist kein Problem. Mhm. Also man darf nicht glauben, dass man einen großen Anteil an Schülern hat, vor allem wenn sie zweistelliges Alter erreicht haben, dass sie sich noch für Themen intensiv interessieren. Das meiste ist ihnen dann ausgetrieben. Also ab der Volksschule? Nach der Volksschule. Also ab Volksschulabschluss ist ja schwierig. Da wird es dann immer schwieriger. Aber du warst ja Gymnasiallehrer, ne? Ja, ja, ja. Aber das ist halt auch eine Frage dessen, mit welcher Kindergruppe oder mit welcher jugendlichen Gruppe man kompatibel ist. Okay, also du meinst das auch individuell? Ich funktioniere, je älter die Leute sind, desto besser funktioniere ich. Das war immer so. Also ich habe auch an Fachhochschule unterrichtet, ja, und dort war ich deutlich besser als in der Mittelschule jetzt, von der Wissensvermittlung her. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Nein, spricht nichts an und für sich dagegen, Lehrer zu werden. Mhm. Es werden genug Lehrer gesucht, zwar nicht in den Fächern, die du studierst, aber doch. Es ist immer noch so, dass die Babyboomer jetzt alle pensionieren. Das, ja, heißt, einen Posten bekommt man auf jeden Fall auf die Geschichte früher oder später. Geschichte wird schwierig, aber Englisch ist kein Problem. Und eben Englisch gibt mir auch die Möglichkeit, dass ich einfach auch ins Ausland gehen kann. Ja. Was ganz wichtig für mich ist. Ja. Wobei Geschichte und Comedian, kannst schlechten Stand-up-Comedian in Geschichte sein und dann über den Zweiten Weltkrieg reden oder sowas. Oh, nein, wie gesagt, das ist gleich eine Hausübung, da sind die Tafeln vom KZ. Über Hunger, mach ein paar Witze über Holocaust, Hunger. Stand-up-Comedian. Aber Stefan, jetzt außer bestes Diätprogramm, das ein Staat jemals Okay, der war wirklich ganz mies, aber gut. Ja, danke. Das ist der Name von meinem ersten Programm. Ganz mies, aber eigentlich gut. Ja, ganz mies, aber muss trotzdem drüber lachen. Ja, genau. Ja, ja. Also nur für die Zuhörer, Horst lacht auch. Ja, mein Versuch, diesen Podcast zu moderieren, ist hiermit beendet. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin als Gast anscheinend ein furchtbarer Gast. Ich bin ein furchtbarer Gast. Mit dem Dennis, dass ihr auf derselben Wellenlänge seid, hochschaukelt. Ach, du glaubst, das ist Hochschaukeln? Du hast Hochschaukeln noch nie gesehen, glaube ich. Ja. Okay. Ich halte mich ehrlich gesagt wirklich gerade zurück, um ehrlich zu sein. Hast du nicht ein Thema gehabt, was du besprechen wolltest? Ja, ein sehr ernstes. Ja. Mein Schallplattenspieler. Bitte, ja. Mein neuer. Ja. Der ist Dauergast in unserem... Also der Schallplattenfetisch von Dennis ist Dauergast in unserem Podcast. Ja, ab und zu mal. Was ist jetzt die ich habe endlich nach einem Monat den Schallplattenspieler abholen können. Ja, den du schon bestellt hast. Den habe ich bestellt. Ja. Was hast du dir für einen organisiert? Ein Project RPM 3 Carbon. Oh, nice. Das ist einer, der keinen Deckel hat, sondern nur so ein V sozusagen darstellt. Verstaubt wo von selbst. Oben das ist ein DJ-Deck. Nicht nur wenn fürs Privat. Wenn Deckel frei sind, sind es DJ-Decks. Ja, aber es ist halt für den Consumer-Bereich, weil er einen Riemen hat. Und er ist jetzt auf einer antiken Säule in einem eigenen Musikhörraum. Naja, also ich bin ehrlich gesagt noch auf der Suche nach einem Phono-Schränkchen. Die gibt es nämlich für alte Schallplattenspieler. Da wird die Klappe nach oben aufgeklappt, damit man besser an den Schallplattenspieler drankommt. Ja. Ich bin auch auf der Suche. Ich habe auf Willhaben sogar einen gefunden, der zu verschenken ist. Ja. Ich bin nur noch nicht sicher. Der ist nämlich ziemlich hoch, ob der da reinpassen würde. Die Wohnung ist nicht so hoch. Nein, der Schallplattenspieler, ob der hinschreckt. Meine Wohnung ist 3,80 Meter Deckenhöhe. Altbau. Ja, Altbau. Oh yeah. Okay. Aber was ist jetzt das Problem von deinem... Von meinem neuen? Ja. Also mein alter, der hat ja geeiert schon. Also der hat nicht mehr kreisrund gespielt. Ich habe es gehört, kein anderer, aber ich habe es gehört. Der neue läuft wirklich im... Läuft rund? Richtig schön rund, gleichmäßig, perfekt. Aber die Nadel, die ist nicht besser als meine alte. Ich kann aber die alte nicht wiederverwenden, weil die ist über 20 Jahre alt. Die sollte ich auch mal austauschen. Und direkt eine Warnung.
nimmt nicht diese, also es gibt manchmal die 2M-Nadel, Red und Silver. Mhm. Nehmt die Red und kauft euch vielleicht dann später eine bessere, nehmt die Silver nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also Silbernadel ist nicht... Ja, also die 2M Silver lohnt sich nicht im geringsten. Also die Red reicht vollkommen aus, der Klang ist identisch, es lohnt sich nicht. Okay. Also ich habe vorher noch eine bessere... Der Schallplattenspieler selbst, wer es halt imposant mag, ein Schallplattenspieler, der sorglos ist, weil er halt praktisch da steht und... Wartungsarm. Ja, wartungsarm ist eigentlich genau das Falsche. Man muss nämlich sogar selber wieder, der ist nicht mal Hauptautomatik, da ist keine Automatik drin. Das heißt also, man muss selber abheben, alles selber machen. Nur für den Warenliebhaber. Ja, man muss sogar Baumwollhandschuhe nehmen, um die Geschwindigkeit einzustellen, weil man den Riemen umlegen muss, mhm. weil man darf den Riemen nicht mit bloßen Fingern anfassen. Ja. Das ist bei meinem alten Schallplattenspieler absolut nirgends ein Problem gewesen. Ich muss das jetzt nur checken. Obwohl du Kabarett-Stand-Up-Jan bist, war das jetzt kein verarschendes Nicken. Sondern Nein. Ich bin selber Schallplatten-Enthusiast und ich habe natürlich einen, aus Geldmangel habe ich meinen aus dem alten Sony Tower von meinem Vater habe ich den geharvestet. Aber damals hatte Sony die geniale Idee, warte, wir machen nur ein Stromkabel zum Hauptverstärker und dann vom Hauptverstärker haben wir 12 Volt Kabeln zu den jeweiligen anderen Base Stations. Wie viele Störungen sind drin? Ha? Wie viele Störungen sind drin? Es geht, Keine? Es okay. geht, es geht. Es, ist, mhm. es war ein schweineteures System mhm. damals und ja. Der Schallplattenspieler selber war noch vollkommen in Ordnung. Mhm. Was ich halt gemacht habe, ist dann halt ein 90er-Jahre Multiladegerät, das noch einen Voltregler verbaut okay. hatte ja. direkt. Habe ich halt das Kabel abgeschnitten von dem und das Kabel mhm. vom Sony abgeschnitten und dann gleich einmal falsch verpolt. Man hat schon gedreht. Ja. Genau, und da ist kein Limiter drinnen. Es hat einfach mit 120 Umdrehungen ja. oder so dann abgespielt. Das war ein paar Jahre her jetzt. Ja, das ist ein paar Jahre her. Auch damals hattest du zu viel Zeit. Oh ja, 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 definitiv. Hey, ich habe mir ein paar 100 € gespart, also, weil das ist ein das wahnsinnig stimmt, guter ja. Schallplattenspieler. Mhm. Auch Rahmen okay. Riemen getrieben. Ich meine, auf Phonie-Guthaben ist jetzt schon kleiner, als der Podcast lang ist. Ui, also wirklich? Ja, ich habe keine Lust zum Aufzahlen. Ich habe schon ja. 4 verschiedene Accounts und wir haben es alle auf einer Stunde und der war 2 Stunden gehabt, den habe ich heute verbraten mit irgendeinem anderen Podcast. Deshalb versuche ich das jetzt zu beenden. Ich lade euch aber alle herzlich ein nächsten Dienstag 19.30 Uhr, wenn es wieder heißt Zisch und Prostgeräusch. Mhm. Oh, wow. Im Altenacker Haar. Innenhof 2. Ja. Ein Schlusswort bitte von jedem Stefan. Oder Entschuldigung, du. Mir ist noch gerade was eingefallen, genau, richtig. Garib hat renoviert. Die Zypresse genau. ist ja, sehr passabel. Orange hinter der Theke, weiß im Hinterraum. Es sieht sehr schön aus eigentlich. Die war doch mal dort und mir ist absolut nicht die Wandteppiche gefallen. Müssen nur aufgehangen werden. Aha, wieder. Okay. Also vor anderthalb Wochen war ich da, da hatte gerade frisch also renoviert. Garib, Zypresse, Westbahnstraße 35a ja. von Dennis empfohlen wegen Neurenovierung. Ja, nicht nur deswegen, das Essen ist der Grund, weshalb man hingeht. Garib, genau. Aber ja. Gut. Stefan, eine Schlussbemerkung für alle uns zuhörenden Lehramtsstudenten gewinnen einfach irgendwelche weise väterlichen Nein, für die Lehramtsstudenten aber nichts, für die Flugpassagiere habe ich was. Ja, sehr ich, gut. Ich empfehle die leiseste Airline der Welt, ja. Fuelink. Ja, die hat nämlich so geringen Sitzabstand, dass man sich mit den Knien automatisch immer die Ohren zuhält. Sehr gut, sehr gut. Ich mit den eigenen oder den Airlines. Knien von Nein, hinten? Also ich hab, so eng bin ich im Erlebtag noch nicht. Und du bist ein großer Junge. Ja, ja. Du Armer. Ja, ja, könnten Sie bitte den dicken Zeh aus dem Auge nehmen? Nein, nicht Sie, die eine Reihe dahinter bitte. Und Paul, als ja. erstmaliger Gast beim Biertaucher Podcast, bitte eine Empfehlung für Leute, die vorhaben, zum Biertaucher Podcast zu gehen. Ja, kommt her, raidet den Horst in dem Fall, taucht in einem Flashmob hier auf, seid zu 30 oder 40 hier, ja genau, bringt ein paar Kisten Bier hier. Nein, es war ein großartiger Spaß, danke, dass du mich da hattest, danke. Es war wirklich lustig und wenn ihr, wie gesagt, also das habe ich vielleicht vergessen, obwohl mein Podcast einen deutschen Titel hat, es ist alles in Englisch. Sehr gut. Ja, oh. Das ist fürs internationale Publikum. Ich habe aus irgendeinem Grund, haben mich
wahrscheinlich jetzt ein paar hundert Inder, die mir zuhören. Und ich weiß nicht, warum. Okay. Ja. Vielleicht lernen sie auf diese Art und Weise Englisch. Ja, genau, von einem deutschsprachigen Naturmuttersprachler. Das merken die nie. Hm? Das merken die nie. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, das war mein Schlusswort. Alles klar. Okay, liebe Leute, dann bis nächsten Dienstag, 19:30 Uhr im alten AKH, Innenhof 2. Tschüss. Ciao. Ciao.